Freunde, willkommen zur neuen Deadbelt-Saison 2019-2020. Ist ein bisschen später geworden, ich habe es nicht geschafft, eher ans Wasser zu kommen. Umso geiler ist es jetzt gerade. Wir sind schön zu dritt hier am Wasser. Ich habe Jelle bei, sein Kumpel ist auch noch mit dabei. Und ja, wir fangen an mit dem ersten Thema. Da kommen auch immer jede Menge Fragen rein. Was ist jetzt besser, Fluorcarbon oder Stahlvorfach? Und ja, die Frage ist eigentlich total simpel, für mich jedenfalls und ich denke für Jelle auch, weil wenn ich mir das jetzt einfach mal auf den Tisch lege, Stahlvorfach in 18 Kilo, 12 Kilo reicht dicke, ich fische eigentlich nur mit 7 Kilo, beziehungsweise 9 Kilo ist mein Standardvorfach. Dann, und ich lege daneben einen Fluorcarbon mit 80, 90, dann sieht man eigentlich schon, dass das Fluorcarbon steif ist wie ein Drahtstück und die Bissfestigkeit oder die Sicherheit habe ich dann trotzdem nicht. Ja, auch wenn viele immer was anderes erzählen. Wir fangen hier genug Hechte, die wir jedes Mal operieren müssen. Und versuchen müssen zu retten, weil irgendwer wieder mit Fluorcarbon gefischt hat und dem Fisch ja, die Haken samt ein Stück Fluorcarbon noch aus der Schnauze gucken. Das ist das große Problem, weil viele gar nicht wissen, dass unter 1,0 mm das Zeug einfach nur scheiße ist. Und gut, es ist vielleicht unsichtbar für den Fisch, aber legt es euch wirklich mal auf den Tisch ja, mit einem 9 Kilo Vorfach oder auch einem 12 Kilo Vorfach und legt ein 1,0 Fluorcarbon daneben. Und wer sagt, 1,0 Fluorcarbon ist bisssicher, das mag beim Spinnfischen hinkommen. Da kriegt er ja nicht so viel davon rein, also eigentlich nur den Köder und der Rest ist quasi schon außerhalb vom Maul. Aber beim Deadbait nimmt der den Köder. Der nimmt den auch mal tiefer. Ja? Wer sagt, er schlägt immer sofort an und hat die Fische immer nur im vorderen Mauldrittel gehakt, der lügt einfach. Das schafft noch nicht mal ich nach über 20 Jahren Deadbait. Und ich denke mal, wenn ihr das wirklich auf dem Tisch liegen habt und seht das, vergesst die Scheiße. Und selbst ein 1,0 Fluorcarbon beim Deadbaiten ist irgendwann, wenn ihr Pech habt und habt einen richtigen Fisch drauf, vielleicht sogar den Fisch eures Lebens, der dann wirklich mal Zähne von 3 bis 5 cm Länge vorne im Maul hat, dann ist der Spaß ganz schnell mal vorbei. Ihr könnt das testen, nehmt euch ein Filetiermesser, das ist ungefähr so scharf wie die ersten Hauer, geht da mit dem Fluorcarbon drüber und das ist ratzfatz durch. Wenn da Spannung drauf ist. Wenn da keine Spannung drauf ist, kein Problem. Aber da ist Spannung drauf und das ist das Entscheidende. Und auch wenn es durchsichtiger ist, kriege ich trotzdem die vorsichtigen Hechte mehr mit einem dünnen Stahlvorfach als mit so einem dicken Kabel. Ja, das merken die ja, wenn die den Köder aufnehmen. Die sehen das zwar vielleicht nicht, aber die merken es. Oder? Was sagst du dazu, Jelle? Ja, aber klar. Komm mal ran hier. So, Jelle ist zum Beispiel hier ein guter Kumpel, Pro-Staffer von Puri Baits. Ja, könnt ihr auch Köderfische kaufen bei Jelle. Und ich habe mir gedacht, wenn wir heute schon zu dritt los sind, fragt doch einfach mal einen Holländer um seine Meinung, weil die wissen sie ja am besten. Oder? Fluorcarbon? Ah nein, ich mag das nicht. Das Risiko ist zu groß. Richtig. Es ist einfach zu groß. Und was für eine Stahlvorfachstärke fischst du? 18 Kilo. 18 Kilo? 18 Kilo, also das geht nicht knapp, das glaube ich nicht. Nein, tut er nicht, ich fisch mit 9. Ja, das geht. 9, maximal 12. Das geht, ich fisch mit 18 Kilo von Fox, die 49 kennt, und das geht super. Ja. Es ging, aber ja, ja. Es geht nimmer knapp, sagen. Ja. Was ich ja persönlich immer nehme, auch wenn ich am Baggersee bin oder so, ein gekotetes, wegen den Muscheln. Ja, das ist zum Beispiel ein Riesenunterschied. Nehmt ihr ein nicht gekotetes, was super, super weich ist, oder nehmt ihr eins mit Coating? Habe ich Muscheln im Gewässer, nehme ich immer Coating. Ihr könnt das probieren. Zieht ein nicht gekotetes ein paar Mal über eine Feile. Und dann stehen da ganz feine Fasern ab. Und das sind dann die Sachen, wenn Leute wieder schreiben, der hat ja echt das Stahlvorfach durchgebissen. Bullshit. Entweder knackt das, weil es zu alt ist, und Knicker hatte oder die Quetschhülsen nicht geschützt waren, direkt an der Quetschhülsenkante, oder es ist durch Muscheln aufgefasert, ganz fein, und dadurch habt ihr schon die Sollbruchstellen drin. So.
Wir haben jetzt hier zum Beispiel Muscheln, wir haben alle gekotete Vorfächer drauf. Das sehen die Holländer genauso wie ich auch. So. Oder? Sehe ich das falsch? Nein, das ist richtig. Snacklieder. Sehr belangreich. Ja. Snacklieder ist auch so eine Sache. Wir haben bei muschelhaltigen Gewässern ohne Snacklieder Fisch. Wir haben jetzt hier 50 Meter drauf, auf jeder Rolle. Ja, brauchst du dich nicht wundern, wenn es beim Anschlag direkt Pitch macht. Weil hier sind gerade so viele Muscheln. Ich gehe eben. Oh, scheiße, er hat einen Biss. Haha, ist das wieder geil, ey. Ja, da hat Jelle mal einen rausgehauen. 1:0 für Holland. 1:0. Schätze mal, 1:10. 1:12. Wenn die Fische noch mit Liebe behandelt. Das ist doch mal ein geiler Fisch. Der halt mal ein bisschen weiter nach vorne, dass ich den besser einkasteln kann. Ja, guck mal. Das ist doch mal ein geiler Fisch. Richtig geil. Da macht das Deadbaiten wieder Spaß, Freunde. Ist eröffnet. Den Fisch eben wieder rein. Und das war's mit Block Nummer 1 über Flohkarbon und Stahlvorfach. Wie gesagt, wer mal Köder braucht, ja, Freebaits in Hell oder bei Jelle direkt melden. Feuer frei, vielleicht fangen wir ja noch was, dann schalten wir noch mal rein. Hab ich auch noch eingefangen. 1:1. Jelle, wie groß war der? 95. Aber dünn sind sie noch, ne? 95. Schöner Fisch. Zoom mal einmal drauf, Jelle. Hält gerade so schön still. So, das ist Robin. Wir waren jetzt 8 Stunden ohne Biss. Und Robin hat jetzt auch noch mal einen schönen Meterschnuck, schönen Meterhecht hier gefangen mit 1,5 Meter. Ja, das ist mal wieder richtig geil. Es läuft einfach mal wieder. Das macht einfach nur Spaß.